Seht hier auf der ersten Motorbike in Stuttgart. Seit Freitag arbeitet er hier das Projekt Live Customizing von der Bikeschmiede. Und jetzt ist soweit, heute Sonntag, Punkt 15 Uhr, war die Zielsetzung, dass dieses Motorrad fertig, fahrbereit ist und läuft. Bodo, sag doch mal ein paar Töne zum Motorrad, was jetzt gemacht wurde und wie es jetzt weitergeht. Ja, zuallererst mal herzlichen Glückwunsch an unsere beiden Jungs, die das Bike hier in diesen drei Tagen, also ich muss sagen, eigentlich in Perfektion aufgebaut haben. Ich bin total happy, was die Jungs hier geleistet haben. Sven und der Costa sind beide Auszubildende bei uns im Betrieb und haben in kompletter Eigenverantwortung dieses Bike hier in diesen drei Tagen gestaltet und gebaut. Wir sagen, also das ist doch für die beiden Jungs ein Applaus wert, oder? Natürlich ist die Unterstützung von der Bianca und von Christian Gaber nicht, darf auf gar keinen Fall unerwähnt bleiben. Die Bianca hat die komplette Lackgestaltung gemacht, hat hier auch über die drei Tage live auf dem Stand das Lackdesign vervollständigt. Und Christian Gaber hat seit gestern die Sitzbank komplett hier am Bike live angepasst, so dass das Publikum sich mal einen Eindruck verschaffen konnte, wie entsteht denn eigentlich so ein Custom Bike. So, fand ich super. Also nochmal einen riesen Applaus für dieses Team. So, jetzt ganz möchte ich alles nochmal in kurze Worte fassen. Was ist denn jetzt über diese drei Tage passiert? Wir haben also am Freitag eine originale, fabrikneue Harley-Davidson V-Rod hier auf die Bühne gefahren. Die Jungs haben am Freitag das Fahrzeug komplett zerlegt. Es ist lediglich noch ein Teil vom Rahmen und der Originalmotor von diesem Originalbike übrig geblieben. Alles andere wurde demontiert, abgebaut und liegt hier irgendwo unter den Tischen. Und dann wurde alles am Samstag und auch heute noch mit Teilen der Bikeschmiede komplett umgebaut. Im Einzelnen ist das Designräder in Lackdesign matt schwarz und matt orange, gefertigt aus unserer eigenen Produktion. Dann haben wir eine Aluminium-Kastenschwinge drin. Dann haben wir die Gabel durch Hülsen etwas hochwertiger gestaltet, sodass da einfach ein bisschen mehr Volumen dran kommt. Haben die originale Cockpitverkleidung entfernt, haben dafür eine Lampe von einer normalen Lieber, die uns wesentlich vom Design her wesentlich besser gefällt und auch toller ins Gesamtbild passt, mit eingebracht. Kellermann-Blinker hinten und vorne, andere Rückspiegel, andere Frontfender, anderes Airbox-Cover, ebenfalls alles aus eigener Produktion bis hin zum Heck. Dann haben wir eine Auspuffanlage im Trackstyle dazu gebaut. Muss ich ganz klar sagen, ist natürlich keine TÜV-konforme Anlage, man wird es nachher hören. Ja? Aber zum Stil passt natürlich hervorragend. Wer damit auf der Straße fährt, der muss natürlich das Risiko dann an der Stelle auch ein bisschen selber tragen. Ganz klar. Und hinten haben wir noch ein seitliches Kennzeichen, damit das dicke Hinterrad, was jetzt hier eingepflanzt wurde, in der Dimension 300 auf einer 11-Zoll-Felge, auch richtig schön zur Geltung kommt. Da wollen wir kein Kennzeichen mehr mittig haben und haben hier das Kennzeichen an der Seite angebracht. Ein Rücklicht fehlt gänzlich, weil in der neuen Kellermann-Blinker-Generation Bremslicht und Fahrlicht in den Blinker mit integriert ist. Und so haben wir hinten eine super geile, kleine Optik. Ja? Und all das haben die Jungs hier mit der Hilfe der Bianca in drei Tagen bewerkstelligt. Und ich möchte sagen, die Burschen hier, der Sven im zweiten Lehrjahr, der Costa im ersten, Hammerleistung, bin stolz auf euch. Habt ihr klasse gemacht. So, dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt wohl einen Termin vorne auf der Showbühne, dann das Ding da vorne präsentieren. Lassen wir sie mal krachen, Jungs, genau. Muss eine Harley klingen. Gut, also bedanke mich recht herzlich.